Unsere Zukunft. Meine Zukunft. Mich beschäftigte dieses Thema schon früh. Klimawandel, Umweltverschmutzung und Heldinnen. Mein Name ist Sissy, ich bin 12 Jahre alt und habe das Thema Widerstand brauchen wir Heldinnen gewählt. Da in der heutigen Zeit Helden und Heldinnen mehr denn je gebraucht werden und ich Sie alle dazu auffordern möchte, Helden und Heldinnen zu sein. But who is a hero anyway? And what is it like to be a hero? A hero can be so many things, but does it really have to be how many people imagine heroes? Do heroes really need a red cape, a fast car, or superpowers? I'd like to answer these and other questions in the following speech. Helden tun das Richtige, handeln ohne zu zögern, wenn alle anderen wissen, was zu tun ist, jedoch nichts unternehmen. Ein Held sollte selbstlos handeln, um das Leid anderer Menschen zu bekämpfen, ohne dabei auf eine Belohnung zu hoffen. Doch gibt es solche Helden in der heutigen Welt, in der sich eigentlich alles nur noch um Geld und Macht dreht, überhaupt noch? Oder sind wir alle einfach nur zu feige, um unsere Meinung zu sagen? Many people think it doesn't matter if they do something. Actually, it's very important for the future of a planet to change something. But if we don't start doing something, if we don't act, and if we don't fight for our future now, this planet won't have a future. The truth can be denied, but not avoided. Ist Zukunft nur ein Wort? Wenn Sie das denken, liegen Sie falsch. Denn es ist unsere Zukunft. Eine ungewisse Zukunft zwar. Doch wir können selbst entscheiden, wie diese Zukunft aussieht. A lot has changed in recent years. Politics, economy, biodiversity and the Earth's climate. Well, many people just watched silently as others made decisions about our future. But some of them rose, raised doubts about our eco and its sustainability system and asked other people around the world to defend themselves. Today, there are thousands of people demonstrating in huge crowds, expressing their opinions and exposing the state. But often they started out small, just as one or few people. For example, Greta Thunberg's Fridays for Future. On August 20, 2018, she sat in front of the Swedish parliament for the first time, holding a sign, "School strike for the climate." This action drew more and more attention. Soon thousands of students took to the street on Fridays to fight for the future. Greta became a heroine through her school strike. Ein weiteres gutes Beispiel für eine Heldin ist Malala. Sie wurde weltberühmt, weil sie sich dafür einsetzte, dass auch Mädchen zur Schule gehen dürfen. Ihr starker Wille inspirierte weltweit Mädchen, stark zu sein und für ihre Rechte zu kämpfen. When the whole world is silent, even one voice becomes powerful, lautet eines ihrer berühmtesten Zitate. Malala setzt sich außerdem gegen Diskriminierung wegen Hautfarbe, Religion oder Sprache ein. Sie zeigt uns, dass wirklich jeder von uns ein Held sein kann. Science predicted climate change over 30 years ago. 97% of experts are sure the climate change mostly is caused by human, by us. You adults say that you listen to us and that you take what we say seriously. You say you're doing enough. But if that's really true, why there are still so many problems and disasters around the world? Why there are still people suffering and dying? And why there are still so many plants and animal species die out? Because we're not doing enough. You aren't a hero if you're doing nothing. So stop talking and start to do something now. Wir töten die Erde und alles, worüber wir reden,
ist Geld und Reichtum. Nun, noch sagt ihr, ihr habt alles unter Kontrolle und dass ihr den Ernst der Lage versteht. Doch was werdet ihr in 20 Jahren sagen? Vielleicht können wir in 20 Jahren nicht einmal mehr auf diesem Planeten leben. Now we don't suffer that strongly under the climate change. Now we kill animals and cut down rainforests. But how will you live with the consequences? And what are these consequences? How will you live in a world full of natural disasters and wars? And how will you live in a world where children can't go to school because they have to do hard work or because they're girls? Sollte man einen Menschen wirklich nach seinem Geschlecht, seinem Äußeren, seiner Religion, Kultur oder seiner Nationalität beurteilen? Ich denke nicht. Oft heißt es, alle Menschen wären gleich. Doch das stimmt nicht. Denn jeder von uns ist einzigartig und auf seine eigene Art und Weise anders. Und genau diese Einzigartigkeit macht uns aus. Wir sind alle verschieden, ja. Wir sind oft unterschiedlicher Meinung, ja. Müssen wir uns dafür schämen? Nein. Denn jeder von uns ist ein Puzzleteil eines Ganzen. Und wenn wir unseren Platz gefunden haben, können wir gemeinsam Widerstand leisten. Gegen Rassismus. Gegen Diskriminierung anderer Länder und Kulturen. Für unsere Zukunft. What if you could put an end to all the sufferings and worries of the people on earth? What if you had the power to do great things and work for the good of everyone? What if you could be a hero? Would you be? Wir brauchen keine Superkräfte, um Helden zu sein. Jeder kann ein Held oder eine Heldin sein, indem er Gutes tut. Und jeder kann Gutes tun. In einer Welt, in der Bildung verboten ist, ist Freiheit nur ein Traum. Ich wünsche mir, dass dieser Traum Wirklichkeit werden kann. Wer bist du in einer Welt, in der du niemand sein musst? Du kannst sein, wer du willst. Du kannst die Welt verändern, wenn du es willst. Traue dich, du selbst zu sein. Wer bin ich, wenn ich niemand sein muss?